Ein Ende der Krise scheint nicht in Sicht. Wir müssen uns auf einen harten Winter einstellen. Und was das ökonomisch und finanztechnisch bedeutet, das wollen wir heute mal mit einer kleinen Doku erläutern. Ihr wisst ja alle, dass die Anzeige zur Insolvenz von unserer Justizministerin außer Kraft gesetzt wurde, wieder mal außer Kraft gesetzt wurde, und zwar bis 31.12. dieses Jahres, also bis Ende des Jahres. Und was das bedeutet, das kann ich euch gleich sagen. Da staut sich was, da braut sich was zusammen mit unabsehbaren Folgen für das nächste Jahr. Kreditreform hat ja bereits im Sommer festgestellt, als die Insolvenzpflicht auch schon ausgesetzt war, dass es etwa 800.000 Zombie-Unternehmen in Deutschland gibt. Ihr habt richtig gehört, 800.000. Und diese Zahl dürfte bis zum Ende des Jahres nicht kleiner geworden sein. Was das für katastrophale Ausmaße annimmt, wenn jetzt die Anzeige zur Insolvenzpflicht tatsächlich eingehalten wird, Anfang nächsten Jahres, das zeigen wir euch gleich. Es wird jedenfalls nicht schön, das kann man mal einfach so sagen. Aber wir leben ja im Moment in einer Welt, in dem alles irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, vertuscht wird und so weiter. Und wo wir uns eine schöne Welt drucken durch die Notenbanken, und da, wo es nicht passt, da kommt dann die Justizministerin und sagt, ja gut, Insolvenz braucht ihr jetzt auch nicht mehr anzumelden. Aber wie endet das? Was bedeutet das für unser Geldsystem? Was bedeutet das für die Ökonomie? Was können wir im nächsten Jahr erwarten? Wie wird das alles am Ende aussehen? Wahrlich keine guten Aussichten haben wir zusammengetragen für euch jetzt mal in einer kleinen Dokumentation. Die Insolvenzkatastrophe 2021. Viele Betriebe werden darunter leiden, aber nicht nur die Betriebe. Das ist die Zielsetzung dieses kleinen Videos. Steht unser Sozialstaat wirklich auf der Kippe? Die Berliner Zeitung schreibt, Corona überfordert den Sozialstaat. Die Arbeitgeber erwarten, dass die deutschen Unternehmen wegen Corona nicht mehr viel für den Sozialstaat werden tun können. Betroffen sind Gesundheit, Ernährung, Bildung, Kultur, Beschäftigung, Soziales und vieles mehr. Alles ist in größter Gefahr. Die Betriebsbehinderungen durch den regierungsseitig angeordneten Lockdown und weiteren Einschränkungen führt zur Existenzgefährdung und somit in Folge zu großen Steuerausfällen. Die Lockdown-Folgen sind unübersehbar. Bei vielen Betrieben sinken die Einnahmen massiv, während die Ausgaben konstant bleiben, Lohnkosten, Miete, Kredite, Leasing etc. Und selbst Zeit Online schreibt, Unternehmen in der Corona-Krise, Angst vor dem Todesstoß. Das Wort Todesstoß ist schon eine heftige Ansage. Wir kennen alle die Insolvenzantragspflicht und diese lautet in verkürzter Form: Zahlungsunfähig sind Unternehmen, sobald sie 10% ihrer fälligen Forderungen nicht in absehbarer Zeit begleichen können. Eine ganz deutliche Sprache. Nun hatte unsere verehrte Regierung eine anscheinend gute Idee während der Corona-Pandemie. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 31. Dezember 2020. Das heißt nun, dass Betriebe, die eigentlich Insolvenz anmelden müssten, dies nicht zu tun brauchen. Das hat natürlich langfristige Konsequenzen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Das Statistische Bundesamt schreibt, erstes Halbjahr 2020, ausgesetzte Antragspflicht führt zu weniger gemeldeten Unternehmensinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Und genau das war ja beabsichtigt. Und wir können diese Zahlen ja auch alle online nachlesen. Auch die Presse ist voll von diesen freudigen Nachrichten. Die Finanznachrichten schreiben, Kreditreform erwartet bis zu 800.000 Zombie-Unternehmen und die Weltzahl der Zombie-Unternehmen droht auf 800.000 zu steigen. Was sind Zombie-Unternehmen? Das sind Unternehmen, die eigentlich schon tot sind
und nun schlafwandlerisch weiterarbeiten durch diesen Gnadenakt unserer Regierung. Kommen wir zur Lieferantengefährdung. Die Zombie-Unternehmen wollen natürlich weitermachen und wollen sich retten und kaufen weiterhin Rohmaterial ein, um ihren Betrieb am Laufen zu halten. Die Lieferanten aber wissen nicht, dass dieser Betrieb eigentlich schon tot ist und die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Somit werden die Lieferanten im höchsten Maße gefährdet. Die Internetseite Handwerk.com schreibt: Insolvenz mit einem Bein im Knast. Geschäftsführer erkennen noch viel zu spät, dass ihr Unternehmen bereits pleite ist und müssen wegen Insolvenzverschleppung mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Aber zurzeit ist ja die Insolvenzantragspflicht auf einen Gnadenakt der Regierung hin ausgesetzt. Nochmals zur Erinnerung: Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz während der Corona-Pandemie Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verlängert bis 31. Dezember 2020. Die Folgen sind hier längst nicht bedacht worden. Es ist mit einem Insolvenz-Tsunami zu rechnen. Alle Firmen, die es nicht geschafft haben, sich zu retten, werden im Januar 2021 den traurigen Schritt zum Amtsgericht antreten müssen, um dort den Insolvenzantrag zu stellen, und können sich die Klinke dort in die Hand geben. Nach der Erstellung des Insolvenzantrages ist der nächste Schritt zum Arbeitsamt. Viele Selbstständige, die ja für ihren Betrieb mit ihrem privaten Vermögen gehaftet haben, werden einen Hartz-IV-Antrag stellen müssen. Für viele ist das eine erschütternde, lebensverändernde Angelegenheit, mit der sie niemals gerechnet haben. Der Insolvenzverwalter wird vom Amtsgericht, sprich vom Insolvenzgericht, bestellt und hat alle Vollmachten über Konten, über alle Verträge. Er kann handeln wie der ehemalige Geschäftsführer, und dieser kann nur noch wie ein Zaungast daneben stehen und zusehen, was mit seinem Betrieb geschieht. Die Insolvenzversteigerung soll natürlich noch Erlöse in die Kasse bringen, um fällige Forderungen zu bezahlen. Das ist ein ganz trauriges Kapitel für den bisherigen Geschäftsführer, mit ansehen zu müssen, wie seine Maschinen, seine Geräte, seine Gebäude versteigert werden, um die Schulden zu bezahlen, die er während dieser Nichtantragspflicht oder auch schon zuvor angesammelt hat. Der Sozialstaat ist in Gefahr. Die Frankfurter Allgemeine schreibt unter Bezug auf das Bundesfinanzministerium: Corona-Krise führt weiter zu Steuerausfällen, was ja eigentlich verständlich ist. Ein toter Betrieb zahlt natürlich keine Steuern mehr. Focus Money Online schreibt: Sorge vor großen Ausfällen. Hunderttausende Bankkunden können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Bank und 5.000 Firmen, denen Sie jeweils 100.000 Euro geliehen haben, können das nicht mehr zurückzahlen, weil sie eben in Insolvenz gegangen sind. Was dann, liebe Banken? Machen wir ein Gedankenspiel. Ausdrücklich ein Gedankenspiel, da die Nachahmung keinesfalls empfohlen wird. Sie haben einen Drucker und stellen Ihr eigenes Geld selber her. Die Materialkosten liegen bei 20 Cent und aus dem Drucker kommen 200, 500.000, 10.000, 100.000 Euro. Wäre das die Lösung für Ihren Betrieb? Natürlich, aber es ist natürlich nicht legal. Das eigene Geld herzustellen, das wäre eine verlockende
Angelegenheit. Hunderttausende Betriebe würden sich die schönsten Laserdrucker kaufen und das beste Papier, um damit ihr Geld herzustellen. Natürlich ist das verboten und ganz abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen hat es gravierende volkswirtschaftliche Konsequenzen und dazu kommen wir gleich. Gelddrucken kostet nichts. Und wenn das Hunderttausende oder Millionen von Menschen täten, ihr Geld selber zu drucken, dann wäre plötzlich zu viel Geld im Markt. Man würde sich Luxusartikel kaufen und die Preise würden steigen, weil eben jeder genügend Geld hätte. Natürlich dürfen wir das nicht, aber irgendjemand darf das dennoch. Und das erfahren Sie gleich. Die Notenpresse läuft heiß bei den Zentralbanken. Diese dürfen das Geld in beliebiger Höhe drucken. Hier gibt es keine oder fast keine Restriktionen. Und mit diesem neu gedruckten Geld werden natürlich Schulden bezahlt, auch die Schulden anderer Länder. Geld kiloweise 1923. Wozu das führen kann, dazu brauchen wir ja kein Hellseher zu sein. Wir haben ja im eigenen Land das beste Beispiel, an dem wir sehen können, was geschieht, wenn zu viel Geld gedruckt wird und dazu einige Ausführungen nachfolgend. Lage von nationaler Tragweite. Diesen Satz, Lage von nationaler Tragweite, haben wir auch in diesem Jahr im Frühjahr 2020 gehört, als der Bundestag über die Corona-Maßnahmen entschied. Also es muss eine nationale Tragweite haben, um solche Beschlüsse durchsetzen zu können. Gleiches war 1923. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie auf Wikipedia. Alliierte Rheinland-Besetzung. Um 1923 seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wurde die Notenpresse angeworfen, bis sie heiß lief. In Deutschland explodierte die Inflation. Damals im Rheinland streikten die Arbeiter und damit sie nicht verhungerten, hat die Regierung in Berlin quasi Gänsefüßchen Kurzarbeiter Geld bezahlt in Milliardenhöhe. Plötzlich war zu viel Geld im Markt, was natürlich zu einer gehörigen Inflation führte. Sie sehen hier einen Aushang an einer Bäckerei. Preis 1 Billion für ein Brot. Das Geld wurde nahezu wertlos. Staatssanierung und Enteignung. Dieses Buch, dieses Handbuch, diese Gebrauchsanweisung, wie der Staat sich saniert, dieses Buch ist erhältlich im Springer Verlag. Staatssanierung durch Enteignung. Wir brauchen an keine Verschwörungstheorie glauben. Das ist schon alles Praxis. Das ist alles vorgedacht, was passieren wird. Und es ist auch alles bereits längst geplant. Wie Sie in der vorhergehenden Folie gesehen haben, plant der Staat ja die Staatssanierung durch Enteignung. Und die schnellste Form der Enteignung ist natürlich die Entwertung des Geldes. Wird Ihr Geld um 90, 95 oder 99% entwertet? Wir wissen es nicht. Im gleichen Verhältnis entwerten Sie auch die Schulden des Staates und der Staat saniert sich auf Kosten seiner Bürger. Unsere Vorfahren haben das ja in Deutschland schon zweimal erlebt. Ob wir dann ein neues Papiergeld bekommen, das wissen wir auch nicht. Vermutlich aber erhalten wir eine Plastikkarte, auf die ein gewisser Betrag aufgebucht worden ist, der uns dann zum Neustart dienen soll. Das alles löst natürlich Kettenreaktionen aus, die wir heute noch gar nicht erahnen können. Firmen werden pleite gehen, Banken werden pleite gehen, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Und die Staatspleite wuchert durch alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Wir schlagen das Handelsblatt auf und reiben uns die Augen.
wenn Länder in die Insolvenz gehen. Das heißt Staatspleite. Und das ist ja laut Handelsblatt nichts Besonderes. Was soll uns damit gesagt werden? Es ist zu vermuten, dass wir ganz langsam peu à peu auf dieses Szenario vorbereitet werden. Wir haben es ja mehrfach gelesen und wir können ja nicht mehr sagen, wir hätten von nichts gewusst. Das steckt hinter diesen versteckten Botschaften. Die sind so offensichtlich, dass wir sie gar nicht glauben mögen. Und dennoch verfehlen sie ihre Wirkung nicht. Wenn uns nun Focus Money eine neue Verschwörungstheorie präsentiert, dann ist das keine Verschwörungstheorie. Staatsentschuldung. Bitte beachten Sie, es heißt nicht Staatsverschuldung, was wir ja gewöhnt sind. Es heißt Staatsentschuldung auf Kosten der Sparer. Die USA können ihre Schulden nicht zurückzahlen. Ja, wenn die USA es nicht können, dann kann es ja Deutschland erst recht nicht. Wir werden also ganz langsam werden wir weich geklopft, um eine Situation, die wir überhaupt nicht mögen, im Grunde nach zu akzeptieren, weil sie unvermeidlich ist.